komme ich doch gar nicht rein. Ja. Hm. Oh. Aha. Hey. Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. So, Headset erstmal richten. Wunderbar. Bumbums Oasis oder Bumbums Oasis von Nico358. Eine kleine Story. Bumbum macht Urlaub und wer stört ihn dabei? Mario. Ein Abschlussrate von 6,25%, drei erfolgreiche von 48 Versuchen, 11 Leute haben es probiert, ein Herz hat es bekommen. Warum hat es nur ein Herz bekommen? Das finden wir jetzt heraus, hier in One Level Per Day. Eigentlich müsste ich sowas als Ansage jedes Mal machen, ne? Okay. Upp. Oh, war zu schnell. Ja, komm. Nein, den Zehner. Egal. Scheiß auf den Zehner. Oh, Capsuit. Snake Block. Nein. Sowas passiert nur mir. Oh, ernsthaft? Checkpoint. Oh yeah. Komm ich doch gar nicht rein. Oh. Bumerang. Vergesst das mit dem Bumerang. Wir machen das jetzt nochmal schön. Nee, komm hier nicht ran. Brauche ich echt. Und weg. So, was will er jetzt hier von mir? Ich habe irgendwas betätigt. Ich weiß nicht was. Bin ich kein Fan davon, irgendwas blind zu betätigen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was haben wir da drin? Hammer Time! Wir bekommen den Propellerhut. Auch bekannt als Happy Meal. Und weg mit dir. Tschüss, Bum Bum. First try. Am ersten Versuch. Okay. Kurze Meinung dazu. Also, ich habe ja schon gesagt, was mich ein bisschen minimal gestört hat, nämlich die Sache mit den kleinen, aber feinen, unsichtbaren Bumerangwürfen. Ja? Du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt, während dem ersten Checkpoint. Du fährst also rein theoretisch auf dieser Schlangenbahn mit, oder auf diesem Schlangenblockbahn, fährst du mit, du siehst eine Röhre. Denkst dir, vielleicht ist es eine Trollröhre oder was weiß ich nicht, aber du siehst halt nicht, pass auf, du musst da gleich einen Schalter betätigen. Das siehst du nicht. Das siehst du erst, wenn es zu spät ist. Und das ist so ein Knackpunkt, wo ich sage, das kann dir das Genick hier brechen mit den Herzen. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich dir kein Herz geben kann, weil sowas rein theoretisch vorher irgendwie kommuniziert werden muss. Es muss einem vorher bewusst sein. Du hast vorher einen Checkpoint platziert, das ist vollkommen in Ordnung, das war auch gut gewählter Checkpoint, aber trotzdem sind da halt so einige Unstimmigkeiten, was das Ganze angeht. Auch genauso die Sache,
Die Kugelwillis, klar, du kannst ihn immer ausweichen, aber wirkte halt so ein bisschen so deplatziert. Es wirkte so, nee, da muss jetzt noch irgendwas kommen. Zack, ein riesiger Kugelwilli. Ja, und gib ihm. Nein, nein, nein. Aber das ist, wie gesagt, ist nicht der Hauptgrund. Der Bosskampf war in Ordnung, war jetzt nicht, sage ich jetzt mal, symmetrisch, wie man sich gerne einen Bosskampf vorstellt, weil du hattest auf der linken Seite hattest du ein Item, du konntest dich da oben draufstellen. Rein theoretisch hätte ich dann da oben noch rumspringen können. Aber ansonsten, wie gesagt, war der soweit in Ordnung. Der Kamek, ja, knallst du um und dann hat sich das. Ist halt eigentlich nur noch sein kleiner Helfer. Den hättest du auch irgendwie interessanterweise dann auf einen Mancher packen können. Da drauf den Kamek, ja. Und der Kamek kann sich dann halt nicht bewegen, aber du kannst halt in 3D-Style nicht stacken. Das ist das Problem. Ich bedanke mich trotz alledem ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohotrein. Tschö, tschö.